So. Genau, Mauern brauchen wir. Wir brauchen auch noch Lasertürme. Was fehlt für die Lasertürme? Batterien und Steinräder. Batterien hatten wir hier. Komm mit. Steinräder hatten wir auch. 10 Türme. 10 Türme werden nicht reichen. Was fehlt dann? Stahl. Stahl. Haben wir gerade was hier gebaut. Her damit. Her damit. Her damit. So. Und nochmal 10. Es wird insgesamt dann 22 Lasertürme. Das ist okay. Eine Radarschüssel. Bim, 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 bim. Ganz viele Strommasten. Ganz viele Strommasten. Ärmchen. Haben wir normale, haben wir schnelle, haben wir intelligente. Wir haben Untergrundbelts, wir haben Stahlkisten. Wir brauchen die ganze Stromversorgung noch. Und das kann ruhig was Kleines sein. Das muss kein MK3-Zeug sein. Also ich hätte gerne ganz viele Pipes. Hatten wir hier unten nicht irgendwo automatische Pipes? Bei den Engines? Nee, da habe ich Pipe. Ah doch, hier. Die werden aber gerade nicht hergestellt, weil kein Eisen unten mehr ankommt. Ja, daran arbeite ich. Keine Sorge. Also normale Pipes herstellen, dann eine Offshore-Pump herstellen. 2 Steam-Engines reichen hoffentlich. 5 Akkus, damit wir ein bisschen was speichern für die Türme. Und dann noch Untergrundpipes und normale Pipes. So, also Stromversorgung hätten wir dann. Dann brauchen wir noch die Minendinger. Die da. Was fehlt dafür? Grüne Chips und Eisenzahnräder. Jo, 200 Eisenzahnräder. Grüne Chips waren nicht in der Kiste. Wow. Was fehlt jetzt? Oh, 10 Eisenplatten. Okay. Das heißt, wenn wir 200 holen, haben wir mehr als genug. Hier in der alten Kiste. Kommt alles mit. Komm weg, komm weg, komm weg. Haben wir auch mehr Stahlkisten. So. Genau. 11 ist ein bisschen übertrieben. Mach mal 8. 8 sollten erstmal reichen. Gut, also gehen wir durch. Wir haben Stromversorgung. Wir haben die Mining Drills. Wir haben Strompuffer. Wir haben Mauern. Wir haben Lasertürme. Wir haben die Ärmchen. Wir haben die Fließbänder. 50, 75. Wir haben eine Radarschüssel. Das könnte schon fast alles reichen. Okay, also Plan ist jetzt, ich laufe zickzack entweder dahin oder dahin, wobei das beides doof ist. Das da könnte ich auch wegsnipern, aber hier sind viel zu viele Basen. Naja, ich gehe hier hin, das ist auch schön weit weg von unserer Basis, dann können wir da eine Radarschüssel hinlegen und hier das Ganze mal aufdecken. Und gucken, ob da vielleicht noch irgendwas Interessanteres in der Nähe ist. Also gut, Nordosten. Und wenn ich irgendwas jetzt vergessen habe, dann habe ich es halt vergessen. Und hole das denn bei Zeiten wieder ab. Achso, das Laufdingens hätte ich noch ganz gerne. 30. Oh denn. Ah, nee. Wir müssen erstmal ohne das Laufdingens klarkommen. So. Also wie gehe ich da jetzt am besten hin? Ich gehe erstmal nach oben, bis sie zu den Diamantfeldern da kommen und gehe dann nach Osten, also die Diamantfelder da, oder Kristallfelder. Gehe von da aus nach Osten, gehe von da aus nach Norden und dann bin ich da. Okay, 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 okay. Zuerst bauen wir die Stromversorgung auf. Möglichst schnell, die Pumpe, die dreckiges Wasser dann produzieren wird. Ja, das machen wir mit der Fabrik, zu sauberem Wasser. Oh, Osten. Also Pumpe aufbauen, Fabrik hinten dran. Dann, ich habe keine Boiler gebaut. Ich habe keinen Stein für Boiler. Wir müssen unterwegs Stein finden. Da ist Stein, direkt daneben, okay. Das heißt, ich werde jetzt von Hand so viel Stein abbauen müssen, um die Boiler zu bauen. La la la. Aber gut, dass da Stein ist. Sonst hätte ich das Ganze nochmal machen müssen. So, du weg, da.
Es ist hoffentlich nicht zu nah an der Basis da. Steinhaufen. Oh, doch, das ist viel zu nah dran. Das ist jetzt nicht gut. Haben wir eine Alternative zu Boilern? Nö. Ja, Solarzellen, aber da haben wir nicht die Ressourcen für dabei. Ah, hier sind überall Bäume. Komm, lass mich durch. So, da ist unser schönes Eisen. Da ist der Stein. Das könnte klappen. So. Ah, nein, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Und ich habe mich abgespeichert. Und überhaupt schon alles vorbei. Lauf. Lauf. Ja, Auto, sehr schön. Geht das? Hilfe! So, töte den Beißer. Nein, 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 nein. Oh. Nicht schön. Gar nicht. Ja, den Autosave werde ich nicht laden. Ja, hier. Hier sind wir noch. Genau, hier sind wir gerade dabei, die Sachen zu bauen für die Basis. Ich glaube, ich nehme Stein mit. Ich habe irgendwie das im Gefühl, dass Stein praktisch sein könnte. Und die anderen Sachen nehme ich auch mit, falls ich unterwegs irgendwas basteln will. Ja. Plastik. Die Roboter sollte ich mal freilassen, ha? Na komm. Was? Da. Da, 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 da. Ja. Die großen Beißer sind echt garstig, wenn man technisch noch nicht so weit ist. Also wenn man die Powerrüstung noch nicht hat und so weiter. Vor allem, es kommt mir so vor, als wenn die jetzt auch schneller gekommen wären als im Vanilla-Spiel. Und das, obwohl wir nicht die Spawner mit Smog befüttert haben, wie wir es im Vanilla-Spiel ja gemacht haben. Also im Vanilla-Spiel hatten wir unsere Basis gehabt und direkt in der Nähe waren mehrere Spawner und die haben durchgehend unseren Smog abbekommen. Und trotzdem waren die großen Beißer nicht so schnell da. Aber na gut. Oh genau, wir brauchen davon noch mehr. Die ganze Rohrgeschichte hatten wir schon. Ja, das wird auch gerade gebaut. Okay. Okay, okay, okay. Nochmal. Ich musste jetzt übrigens schon wie oft neu laden? Ich glaube dreimal. Ja. Also es ist schon happig. Wobei man sagen muss, es ist happig, weil der Startpunkt ein bisschen ungünstig gewählt war. Also er war halt zufällig. Das war ein bisschen ungünstig wegen dem Eisen. Weil wenn wir den Eisenmangel nicht hätten, dann müsste ich jetzt auch nicht hier loslaufen, durch feindes Gebiet gehen und eine zweite Basis bauen. Das wäre alles ein wenig entspannter. Und das andere Mal ist auch nicht so lange her. Da war ich, glaube ich, nur zu übermütig und bin in eine feindliche Basis reingelaufen, um die neuen Waffen zu testen. Ja, war auch nicht so toll. Aber gut, Boiler bauen. 1, 2, 3, 4 Boiler. Brennmaterial für die Boiler. Ist noch so ein Punkt, ne? Ja, also ich habe ein bisschen Holz dabei und hier ist auch Wald. Aber ich hätte ruhig Brennstoffzellen einpacken können. So, das muss alles weg hier. Okay. Hier sieht gut aus. Dann kommen hier die Boiler hin. Ja, ich weiß, ich brauche Holz für das Befeuern, aber so viel Holz sind auch wieder nicht. Und wenn ich hier das alles von Hand weg mache, greifen mich die Beißer an, bevor ich überhaupt irgendwas aufbauen kann. So, also, Pumpe. Fabrik. Ran. Ja, du hast keinen Strom, das ist richtig, das ist ein Problem. Deswegen sollten wir es erstmal ohne machen. Du da, du da.
Ja. Boiler MK2? Nee, komm hier, Boiler. Boiler, Boiler, Boiler. Die kriegen Holz und Holz und lalala. Holz. Ja, Auto ist fertig. So, das. Wo sind meine Steam Engines da? 1, 2. So, ihr habt noch keine Abnehmer, das ist okay. Bau bitte hier das Muster. Muster. Wasser? Nee, Muster geht, okay. Da. Das ist falsch. Geh weg. Da ist richtig. Ja, es geht sogar auf. Sehr schön. Also, warum macht ihr nicht? Achso, weil keine Abnehmer da sind. Ja, das ist kein Problem. Warte mal. Abnehmer bringen wir nach... Also das Erz kommt nach hier oben. Das kommt weg. Dann bekommst du ein Drill direkt von unten. Ein da. Ups. So ist dann doch besser. Ja. So. Und dann kommen hier die MK1 Furnace. Die das Ganze einfach nur nehmen und in Kisten packen, ne? Ja. Kiste. Kommt dahinter. Ups. Dahinter. Kiste. So, die zwei schafft man sich alleine, also bauen wir noch mehr davon. Da. Und dann müssen wir auch gleich die Mauern bauen. Ja, und die Lasertürme. Die Lasertürme sollte ich zuerst bauen, damit wir, ne? So, eine Reihe noch davon. So, also kommt hier unsere Verteidigungsanlage hin. Dann können wir das Wasser da unten noch ein bisschen mitnutzen. Weg. So. Geh weg. Sind die... ich habe nicht alle Lasertürme gebaut. Bau bitte, während wir hier am Weckeln sind, nochmal 10 Lasertürme. Du. 1, 2, 3. Du. 1, 2, 3. Mauern. Achso, und währenddessen sollt ihr auch arbeiten. Also kriegt ihr Ärmchen. Und die Furnaces sind nicht schnell genug. Haben wir Speedmodule dabei? Nein, natürlich nicht. Okay, das muss ich dann später noch weiter ausbauen. Jetzt aber erstmal Mauern, damit die Türme sicher sind. 1, 2, 3. Und mehr Holz, damit wir mehr Steam Engines befeuern können. 1, 2, 3. Da lang. Hihi. Ja, ich hoffe mal, die kommen nicht von oben links. Sonst haben wir ein dezentes Problem. Du. 1, 2. Oh, Stromprobleme. Das ist jetzt nicht so schön. Können wir MK2. Ich kann sogar MK3 bauen. Bauen wir mal MK3. Du Holz. Es geht richtig schnell weg. Weg hin. So, theoretisch bräuchten wir auch sauberes Wasser. Das könnten wir über noch... Und ich hätte gerne eigentlich hier einen Weg, dass ich durchgehen kann. Das wäre auch noch ganz schick. Okay, machen mal... Da eine kleine Ausbuchtung. So. Noch mehr Fläche zum Verteidigen, was natürlich nicht so schön ist. Aber dafür haben wir hier ein bisschen mehr Platz.
dass wir zum Beispiel hier noch eine Fabrik reinklatschen können. Weg, 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 weg. So, da sollten wir runterziehen, sonst laufen die einfach dran vorbei. Hier auch runter. Weg. Ja, das wird jetzt doch ein bisschen mehr Fläche, die abgedeckt werden muss, als ich dachte. Wir könnten die Dinger einfach nicht mit reinbauen und hier einfach runterziehen. Und wenn die zerstört werden, bauen wir sie einfach neu auf. Das ist ja nicht so viel an Ressourcen, was die Dinger fressen. Na gut, wir haben auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit, an Eisen ranzukommen, die jetzt durchgehend arbeitet, während ich mir auch andere Sachen überlege. Das heißt, wir könnten gleich zurückhuschen in unsere Hauptbasis. Dann nehmen wir dann ein paar Brennstoffzellen mit. Dann bauen wir... Oh, warte mal. Ich baue einfach wie bei uns in der Hauptbasis hier nochmal eine Pumpe auf. So, und das ist dann die Pumpe, die Strom bekommt und die Fabrik nutzt. Was? Nein, 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 nein. Wollt das da wegmachen und das rechtsklicken. Du machst bitte ohne Nebenprodukt Wasser. Und gehst dann... gehst dann darum und betreibst hier einfach nochmal so ein Ding. Das heißt, theoretisch könnten wir den da wegnehmen. Ne, egal. Setz den bitte daran. Da unterirdisch, da oberirdisch. Und da kommt eine zweite hin. Oh, wir haben keine Boiler. Das ist jetzt sinnfrei. Das ist doof, 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 doof. Okay. So. Boiler, 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 Boiler. Ganz viele Boiler, sogar MK2-Boiler. Kriegst da den. Tja. Den, und wir machen das jetzt einfach komplett eine Reihe höher. So. Kriegt ihr hier noch überall einmal mehr Strom. So, das kommt weg. Wird nach oben versetzt, hier hin. 1, 2, 3, 4. So. Oh. Komme ich wieder nicht durch. Auch nicht durch. Das ist viel zu dunkel. Ich muss gleich mal Licht machen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Ihr bekommt... Wir brauchen viel mehr Holz. Oder halt Brennstoffblöcke. Ich sollte echt gleich Brennstoffblöcke holen. Das hält mir viel, 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 viel länger. So. Und Mauern. 1, 2, 3. Und vielleicht ein Roboport und Construction Bots, die den ganzen Wald für uns wegfällen. Das wäre auch noch ganz schick. Aber es nimmt Form an. Nicht so schnell und so effizient und was weiß ich, wie ich gerne dachte. Aber es ist unser erster Außenposten hier draußen. Das ist okay. Und wir haben jetzt mehr Eisen. Das heißt, für die nächsten Folgen. Wir werden die MK2-Schmelzöfen hier hochbringen. Wir werden Speed-Module hier hochbringen für die Schmelzen. Wir werden Produktivitätsmodule hochbringen für die Eisenminen. Wir werden mehr Mauern hochbringen, um hier alles ordentlich zu sichern. Wir werden endlich mal Licht machen. So. Ah ja, viel besser. So, so, so. Achso, da ist gar keine Verbindung, ne? Bauen wir mal da eine Verbindung. Da, da. Alles am Arbeiten, ne? Ja. Akkus, Akkus. Tun wir mal hier hin. So. Eisen kommt mit, Eisen kommt mit. Eisen kommt mit, Eisen kommt mit.
Okay, also nächste Folge runter, Sachen holen für hier oben und dann hier oben weitermachen.